Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben gedacht, wir zeigen euch einfach mal, was wir so im Winter machen. Im Winter machen wir ganz viele Reparaturarbeiten an den Sachen im Hochseilgarten, aber auch so kleine Sachen aus Material. Dafür schnitzen wir viel mit Holz. Und was wollen wir damit jetzt machen? Wegweiser bauen. Wegweiser, okay. Also wir bauen heute mal Wegweiser. Ja, ihr seht, wir haben einen richtig coolen Job. Ja, wir können spontan überlegen, was wir machen. Heute bauen wir Wegweiser. Aber ich glaube, eigentlich, was wir dringend machen müssten, wäre einen Bogenständer bauen. Ne? Also richtig. Ihr habt leider im letzten Jahr unsere Bogenständer komplett zerschossen. Und wir haben gesagt, wir bauen jetzt mal richtig stabile Dinger, damit ihr die nicht kaputt schießen könnt. Und hoffen einfach, die halten dann ein paar Jahre. So, wir machen jetzt hier an unserem Bogenständer Löcher für die Prömpel. Und damit wir die richtig machen und die Scheibe nachher gerade auf dem Bogenständer ist, zeichnen wir das mal eben ein bisschen an. Schoko, ne? Ja, 60 cm von oben. Du musst schon, Schoko, ach Schoko, du musst schon stillhalten. Dann kann ich hier die Wasserwaage nicht genau ausjustieren. Da müssen die Löcher für die Prömpel hin. Perfekt, ich glaube, so können wir es lassen. Ja, da brauchen wir jetzt schöne Löcher für die Prömpel. Ich erkläre euch jetzt, was ein Prömpel ist. Das ist ein Prömpel. Prömpel fertig. Ah, ich ging aber viel schneller durch. Naja, das braucht mir eine lange Show, oder? So passt. So, wir tanken eben noch die Motorsäge. Dann werden wir ein bisschen mit einer Motorsäge probeln, das geht nämlich auch. Das ist voll cool. Und wir wollen einen Wegweiser bauen für die Jubi, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Da haben wir uns hier so ein schönes altes Eichbrett ausgesucht. Eiche ist übrigens super, wenn man was draußen bauen will, weil das unheimlich verrottungsfest ist. Das Brett, das liegt jetzt schon 2 Jahre im Regen und es sieht eigentlich noch super aus. Und es ist ein bisschen dunkel geworden. Aber wenn wir das jetzt abhobeln, dann sollte man sehen, wie die Oberfläche nachher wird. Die wird richtig schön hell. Hoffe ich. Schreibst du da? Wo es zum Felsen geht. Zum Kletterfelsen. Hochseilgarten, Bogenschießen. Also das ist das fertige Produkt. Ein Bogenschussständer für die Halle. Mit tollen Prömpeln. Und ja. Hier oben eine große Schraube durch, 2 kleine, damit es wirklich stabil ist. Und die hier werden nachher noch hier hintergeschraubt, dass sie auch schön stehen. Das Ganze aus Fichte und schön leicht. Und hier drüben haben wir die Eichenbogenständer aus richtig massivem Eichenholz. Transportabel, weil man das einfach rausziehen kann und so dann besser in den Kofferraum legen. Ja, und trotzdem sehr stabil, sodass man, dass es nicht mehr umfällt, in jedem Sturm und Wind trotzen kann. Und das hier ist der Bogenständer. Riesengroß, damit man die Bögen, wenn man gerade nicht schießt, da drauflegen kann. In perfektem Abstand, sodass sie richtig geordnet in Reihenglieder liegen können. Und außerdem umfunktionierbar zur Klimmzugsteuer.
Noch viel besser. Multifunktional. Jetzt mal aufräumen. Gell, Schoko? Oh Mann, der Schoko hat mich ganz schön umgehauen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah ja, hier kenne ich mich aus. Wir wollen die Wegweiser ja noch aufstellen. Wissen, oder? Der Beton ist fest geworden. Wir wollen den Wegweiser jetzt aufstellen. Und es ist halt ziemlich windig, kalt, aber wir haben trotzdem Bock, den jetzt aufzustellen. Was denkst du, Caro? Ist top geworden. Perfektes Schild. Sieht super aus. Plus zeigt noch nicht in irgendeine Richtung, außer nach oben. Ja, da geht es in den Hochseilgarten. Rüber Richtung Plattform, so könnte das bleiben. Aber was ist, wenn ich es einfach mal rumdrehen würde und nach da anschreiben würde? Wäre auch mal ganz lustig, oder nicht? Also, zum Spaß machen ist es immer gut. Und das macht auch wirklich Freude. Aber wo suchst du Orientierung im richtigen Leben? Wenn es darum geht, wo du mal arbeitest, wo du, wie du deinen Schulabschluss machst und wie du im Beruf klarkommst. Wenn man da in die falsche Richtung läuft, ist es eben doch mehr als ärgerlich manchmal. Und ich merke einfach, ich brauche Orientierung. Ich weiß nicht, wo du die suchst. Vielleicht bei Familie, Freunden, bei Medien, im Internet, bei YouTube, bei Facebook, bei Leuten, die du kennst. Ich weiß, dass ich mir wünsche für mein Leben und auch für dein Leben, dass der Pfeil in eine gute Richtung geht. Dass du wirklich an dem Ziel ankommst, was du dir gesetzt hast und was gut für dich ist. Ich glaube, manchmal wünsche ich mir einen Punkt, der absolut fest ist. Wo ich ganz sicher sein kann, wenn ich mich danach richte, dann wird's gut. Und ich glaube, jeder wünscht sich so einen Punkt im Leben, wo du weißt, wenn ich dahin gehe und mir da Rat hole, wenn ich mir da Wegweisung hole, wenn ich mir da den Pfeil hole, der auf das Ziel zeigt, dann wird's cool, dann wird's super. Und ich kann euch nur von mir sagen, wo ich diesen Pfeil gefunden habe. Für mich ist es ein Buch, heißt Bibel. Mag der eine sagen, oh, Bibel, keine Ahnung. Vielleicht hast du aber auch noch nie drin gelesen. Fang's mal an, startest du im Johannesevangelium und ich glaube, das ist ein cooles Buch und da findet man jede Menge Möglichkeiten und Ideen dazu, wie kann dieses Buch eigentlich ein Wegweiser für mich werden. Ich bin total dankbar, dass ich diesen Wegweiser habe, für mich. Vielleicht wirst du es auch.